klar, schon klar, kein Thema. Ja, der kriegt der und? Akkustrasse 3, fette 8 Meter. Bin gleich mitgegangen. Sehr gut, log dir bei dem Handy raus und geh auf SMS, wir sind gleich dran. Bis du sagst, er ist da. Ruf mich zurück. Ich war kurz vorher in der zweiten Frauenklinik, Maistraße. Und von der Maistraße wollte ich direkt in Sendlinger Straße. Weil da gibt's einen Bücherladen. Discount. Birre zum Wahnsinnspreis. Das weiß ich, weil da arbeitet einer von unseren Members von der AFPIM. Jedenfalls habe ich gewusst, dass schräg gegenüber von der Asamkirche ein Parkplatz frei wird. Wie genau funktioniert denn diese Ihre Gesellschaft oder, sagen wir mal, Agentur? Geschäftsführer bin einmal ich. Alle anderen sind Members. Ich komme also in Sendlinger Straße. Er fährt raus, ich will rein. Schießt er aus zweiter Reihe vor mir zurück und crash. Er gleich raus. Aber nicht zu mir, sondern fährt zum Chief. Blärt ihn an, dass er sich das nicht mehr gefallen lässt, mit den Parkplätzen voneinander schirmen. Und hat ihm gleich nicht runtergehauen. Und so eine, sagt er, streiche dir jetzt ein jedes Mal auf, wenn's mir du am Parkplatz klaust mit deinem Deppenfein. So, jetzt vergiss ich mich dann gleich. Na, bitte nicht, Herr Erlbe. Bloß weil sie irgend so einer von denen Saugrüppen in einem Beate-Huse-Laden einen Pornofilm kauft. Videos leihen nur aus, grundsätzlich. Halt dein Mai, jetzt bin ich da. Wenn das Schule macht, wenn solche Typen Schule machen, dann gute Nacht München, Weltstadt mit Herz.